Bislang beschäftigten wir uns mit verschiedenen Aspekten des Tauschs, der sich mit dem Kreuzestod Jesu vollzog. Das grundlegende Prinzip könnte man so formulieren: Das Böse, das uns zusteht, kam auf Jesus, damit das Gute, das ihm zusteht, uns zur Verfügung stehen würde. Es war ein von Gott angeordneter Tausch. Wir wiederholen kurz die Aspekte des Tauschs, die wir bereits besprochen haben, und gehen dann weiter. 5 Jahre meines Lebens brachte ich damit zu, Lehrer für afrikanische Schulen in Kenia auszubilden. Eins der Prinzipien, das mir damals wichtig wurde, lautet: Du hast deinen Schülern nichts vermittelt, solange sie nichts gelernt haben. Ich sah, wie meine Lehrer in Ausbildung die ganze Prozedur durchliefen, sich vor die Klasse stellten und Dinge an die Tafel schrieben. Doch als ich so durch die Klasse ging und mir die Hefte der Kinder ansah, stellte ich fest, dass sie nichts gelernt hatten. Das heißt, dass jemand nicht zwangsläufig etwas dabei lernt, wenn du das ganze Register deiner Lehrkunst ziehst. Deshalb achte ich in jederlei Hinsicht darauf, mein Bestes zu geben, damit ich mir auch sicher sein kann, dass die Empfänger dadurch etwas lernen. Wir wiederholen nun die 3 Aspekte des Tauschs, die wir bereits besprochen haben. Und schaut nun einmal nicht auf eure Aufzeichnungen. Versucht doch einmal, sie auswendig mitzusprechen. Vielleicht müsst ihr ja auch mich korrigieren. Wir nehmen wie immer die linke Hand für das Böse und die rechte Hand für das Gute und wir sprechen immer die Kurzversion. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung erlangen würden. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Nun weiter zum nächsten Aspekt. Jesus starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben bekommen würden. Obwohl dies auch in Jesaja 53 ausgesagt wird, kommt es vielleicht in Hebräer 2,9 am deutlichsten heraus. Deshalb beginnen wir mit Hebräer 2,9, wo es heißt: Wir sehen aber Jesus. Hier ist gemeint, durch Offenbarung sehen, nicht mit den Augen sehen. Es ist eine Offenbarung der Schrift. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Achtet hier auf das Wort Gnade. Wir müssen dieses Wort unterstreichen. Vielleicht habe ich es bislang noch nicht genug betont. Alles, worüber wir hier sprechen, hat seinen Ursprung in der Gnade Gottes. Was durch Gnade bewirkt wird, kann man sich nicht verdienen. Wenn du es dir verdienen kannst, ist es keine Gnade. Paulus sagte in Epheser 2,8: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn etwas aus Gnade geschieht, geschieht es nicht aus Werken. Man kann es sich nicht verdienen. Gnade kann man nur durch Glauben empfangen. In Johannes 1,17 heißt es: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist demnach der Kanal der Gnade. Das Kreuz ist die Grundlage der Gnade. Und nur auf dieser Grundlage des Kreuzes bietet Gott uns Gnade an. Und durch den Glauben nehmen wir die Gnade an. Ich wiederhole: Jesus ist der Kanal der Gnade. Nur durch Jesus steht uns Gottes Gnade zur Verfügung. Das Kreuz ist die Grundlage dieses Gnadenangebots und wir empfangen sie durch Glauben, nicht durch Werke. Niemand kann die Gnade Gottes erklären. Sie ist unerklärlich. Warum ließ Gott es zu, dass Jesus für Menschen wie dich und mich derartige Qualen am Kreuz erleiden musste? Die Bibel gibt uns keine Erklärung dafür. Deshalb würde ich dir empfehlen, versuch nicht, eine Erklärung zu finden. Sei einfach nur bereit, die unermessliche und unerklärliche Gnade Gottes im Glauben anzunehmen.
Die meisten religiösen Menschen haben das Problem, dass sie versuchen, sich die Gnade zu verdienen. Aber man kann sie sich nicht verdienen. Solange du versuchst, sie dir durch Werke zu verdienen, erlangst du sie nicht. Früher oder später musst du aufhören, sie dir verdienen zu wollen, und du musst sie einfach nur annehmen. Paulus sagt in Römer 4, dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wenn du Gnade empfangen willst, was musst du dann als allererstes tun? Du musst deine Werke lassen. Wir sprechen hier ausschließlich von Dingen, die wir durch die Gnade Gottes erlangen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt hier, Jesus hätte durch die Gnade Gottes für jeden den Tod geschmeckt. Er starb anstelle jedes Menschen, dem der Tod zugestanden wäre. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Als Jesus zur Sünde gemacht wurde, war sein Tod unvermeidlich. Der Tod ist die unausweichliche Folge der Sünde. Und hier heißt es, er hätte für jeden den Tod geschmeckt. Gott lenkte meine Aufmerksamkeit heute Morgen auf eine interessante Passage, die nicht in eurem Skript steht. Johannes 8, 52. Die Juden kritisierten Jesus für das, was er gesagt hatte, und sie sagten zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus nicht sagte, dieser Mensch würde nie sterben. Er sagte, er würde den Tod nicht schmecken. In Hebräer 2,9 heißt es, Jesus hätte durch die Gnade Gottes für jeden Menschen den Tod geschmeckt. Es ist offensichtlich, dass gläubige Christen körperlich sterben, aber sie schmecken den Tod nicht. Alles Bittere, die Finsternis, die Qualen und all das Böse, das der Tod mit sich bringt. Jesus hat all das für uns geschmeckt. Er erlitt unseren Tod. Und die andere Seite der Münze liegt auf der Hand. Jeder weiß, was das Gegenteil von Tod ist. Leben. Sagen wir es nun gemeinsam. Jesus schmeckte für uns den Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben würden. Noch einmal. Jesus schmeckte für uns den Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben würden. Nun kommen wir zu Galater 3, 13 bis 14. Hier finden wir klar und eindeutig einen konkreten Aspekt dieses Tauschs, einen Aspekt, den die meisten Christen, mit denen ich zusammen bin, bislang ignoriert haben. Ich habe noch nie jemanden außer mir über diesen Text predigen hören. Doch für mich ist diese Stelle im Verlauf der vergangenen 5 Jahre immer anschaulicher und wichtiger geworden. Durch die Erkenntnis, die Gott mir bezüglich dieses Texts geschenkt hat und durch dessen Anwendung auf das Kreuz, durfte ich miterleben, wie Menschen radikaler und dramatischer verändert wurden als durch irgendeine andere Wahrheit, die Gott mir gezeigt hat. Deshalb lesen wir nun zunächst diese Stelle und anschließend analysieren wir sie. Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dieses Holz war das Kreuz. Manchmal heißt es auch Baum. Manche Leute verstehen das nicht, doch in einigen Sprachen bezeichnet das Wort Baum einen Lebenden wie einen gefällten Baum. In Swahili, einer ostafrikanischen Sprache, bedeutet Umti sowohl einen lebenden Baum als auch ein Stück Holz. Wenn hier also von Holz oder Baum die Rede ist, ist damit das Kreuz gemeint. Ich lese den Vers noch einmal. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt.
Mit anderen Worten, als Jesus am Kreuz hing, erkannte jeder Jude, der das Alte Testament kennt, dass er damit zu einem Fluch wurde. Dann lesen wir die andere Seite des Tauschs in Vers 14, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Was sind nun die beiden Aspekte des Tauschs in diesem Vers? Was ist das Schlechte? Der Fluch. Und das Gute? Der Segen. Das ist doch ganz eindeutig, oder nicht? Jesus wurde zum Fluch, damit wir seinen Segen empfangen würden. Sagen wir das gemeinsam? Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen würden. Wie ihr seht, steht der Fluch absolut im Mittelpunkt von Vers 13. Das Wort Fluch taucht dreimal auf. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. 1979 nahmen Ruth und ich an einer Familienkonferenz im Bundesstaat Missouri teil. Ein junger Mann, den ich bis dato noch nie und auch seither nie wieder gesehen habe, unterbrach die Konferenz mit einer Prophetie, die eine der wichtigsten für mich und meinen Dienst wurde. Sie hatte zwei Leitthemen. Sie standen in keinem Zusammenhang mit dem Thema der Konferenz, sondern hängen mit dem zusammen, was wir im Rahmen dieser Lehrserie später noch aufgreifen werden. In dieser Prophetie hieß es sinngemäß, alles, was Gott bis zum jetzigen Zeitpunkt gegen Zauberei unternommen hat, waren lediglich ein paar vorläufige Scharmützel. Doch ab jetzt erklärt Gott der Zauberei den totalen Krieg. Das war 1979. Und dann hieß es, der Grund dafür ist der, dass Zauberei Millionen von Männern gefangen hält, die Gott in seiner endzeitlichen Armee braucht. Und dann gab es noch einen kleinen Nachtrag in dieser Prophetie und er lautete, und ihr werdet Menschen begegnen, die unter einem Fluch stehen, der auf vergangene Generationen zurückreicht. Aber ihr braucht keine Angst zu haben, ihr werdet in der Lage sein, sie freizusetzen. Damals war das für mich etwas völlig Neues. Das war 1979. Inzwischen sind fast 8 Jahre vergangen und ich habe immer und immer wieder erlebt, wie sich diese Prophetie bewahrheitete. Was Flüche betrifft, eröffnete Gott mir Wahrheiten in einer neuen Dimension und es war mir eine große Freude mitzuerleben, wie seither hunderttausende Menschen von Flüchen frei wurden. Die Grundlage dafür ist der eben gelesene Vers. Alles, was Gott uns bereitstellt, beruht auf dieser Grundlage. Die Grundlage ist Galater 3, 13 bis 14. Vielleicht sollten wir die Aussage, dass Jesus zum Fluch wurde, noch weiter erhärten. Merkt euch Galater 3 ein und schlagt kurz 5. Mose 21, 22 bis 23 auf. Das ist ein Auszug aus dem mosaischen Gesetz. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. Es war Teil des göttlichen Plans, dass Jesus starb, indem man ihn an ein Holz hängte. So machte Gott allen, die sein Wort kannten, klar, dass Jesus zum Fluch wurde. Und genau das sagt Paulus auch in Galater 3, 13. Jesus wurde zum Fluch, damit wir vom Fluch freigekauft. Freikaufen heißt zurückkaufen, damit wir vom Fluch freigekauft und statt des Fluchs den Segen empfangen würden. Wenn ich mich nun näher mit dem Thema Fluch beschäftigen würde, würden wir die Dynamik unseres eigentlichen Themas abschwächen und deshalb streife ich dieses Thema Fluch nur ein wenig. Wenn ihr mehr über Flüche wissen wollt, dann gibt es hierzu ein zentrales Kapitel im Alten Testament. Wer von euch weiß welches? 5. Mose 28.
Das Kapitel besteht aus 68 Versen. In den ersten 14 werden die Segnungen, in den verbleibenden 54 die Flüche aufgezählt. Wenn du wissen willst, was ein Fluch ist, dann lies die letzten 54 Verse von 5. Mose 28 und ihr werdet vielleicht schockiert, wenn ihr herausfindet, was dort alles als Fluch bezeichnet wird. Wenn Ruth und ich für Menschen beten, vor allem wenn wir für Kranke beten, dann schätze ich, dass mindestens jeder vierte von ihnen unter einem Fluch steht. In den meisten Fällen kann der Betroffene erst dann Heilung empfangen, wenn der Fluch gebrochen ist. Und wir haben sehr dramatische Fälle erlebt. Ich denke, ich erzähle euch kurz von einem Fall, den wir vor langer Zeit in der Stadt St. Louis erlebten. Anfangs war mir gar nicht bewusst, was da eigentlich geschah. Es geschah einfach und ich sagte mir, da steckt eine Menge dahinter, aber ich weiß nicht was. Ich leitete damals einen Gottesdienst in einer presbyterianischen Gemeinde. Es war ein Befreiungsgottesdienst. Und es war eine jener Gemeinden, die glauben, dass die Leute in den Keller gehen sollten, um befreit zu werden. Deshalb waren wir im Keller. Ich stand hinter so einer kleinen Kanzel und war am Ende meiner Predigt angelangt. Ich sah mir die Leute an. In der ersten Reihe saß eine Familie, Vater, Mutter und eine Tochter im Teenageralter. Ich hatte den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagte, und ich war gar nicht darauf vorbereitet, auf dieser Familie liegt ein Fluch. Ich ging zu dem Familienvater hin und sagte, Sir, ich glaube, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, dass ein Fluch auf Ihrer Familie liegt. Möchten Sie, dass ich ihn breche? Er sagte augenblicklich ja. Später fand ich heraus, dass er etliche Dinge durchgemacht hatte, aufgrund derer er das mit dem Fluch ohne weiteres glauben konnte. Ich ging hinter meiner Kanzel hervor, sprach ein ganz einfaches Gebet und löste die Familie von dem Fluch im Namen Jesu. Als ich im Namen Jesu sagte, zeigte jedes Familienmitglied eine sichtbare körperliche Reaktion, obwohl ich niemanden berührte. Und dann sah ich, dass das linke Bein der Tochter bis zum Oberschenkel eingegipst war. Ich ging nochmal zum Familienvater und sagte, möchten Sie, dass ich für die Heilung des Beins Ihrer Tochter bete? Er sagte, ja, aber Sie müssen wissen, dass sie sich dieses Bein innerhalb von 18 Monaten dreimal gebrochen hat und der Arzt sagt, es gebe keine Heilungschancen. Wenn ich so etwas heute hören würde, bestünde für mich kein Zweifel daran, dass da ein Fluch vorliegt. Denn wenn sich jemand dasselbe Bein dreimal in 18 Monaten bricht, dann kann nur ein Fluch dahinter stecken. Ich nahm damals das eingegipste Bein in meine Hand und sprach ein ganz einfaches Gebet. Kurzum, als sie sich das nächste Mal im Krankenhaus röntgen ließ, war das Bein gesund. Innerhalb weniger Wochen kam der Gips herunter und offenbar war das Bein vollständig geheilt. Als ich so darüber nachdachte, sagte ich mir, warum wies Gott mich auf den Fluch hin, bevor er mich für die Heilung des Beins beten ließ? Ich kam zu folgendem Schluss, wäre der Fluch nicht gebrochen worden, hätte das Bein nicht geheilt werden können. Seither habe ich dafür unzählige Bestätigungen erlebt. Ich nenne euch nun kurz 7 weit verbreitete Anzeichen dafür, dass im Leben eines Menschen ein Fluch vorliegt. Ich glaube, das steht auf der Rückseite eures Skripts. Versteht mich richtig, ich sage nicht, dass notwendigerweise ein Fluch vorliegt, wenn eines dieser Anzeichen vorhanden ist. Doch wenn mehrere vorhanden sind, besteht über die Diagnose kaum Zweifel. Ihr müsst auch wissen, dass Flüche von ihrem Wesen her von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das ist eine Eigenart von Fluch und Segen. Wir konzentrieren uns deshalb nicht in erster Linie auf Einzelpersonen, obwohl das auch für sie gelten kann, sondern eher auf soziale Gruppen wie Familien oder größere Gemeinschaften. Nun die 7 Anzeichen, die meiner persönlichen Beobachtung nach meistens auf einen Fluch hinweisen. Ich sage nie zu jemandem, ich weiß, dass ein Fluch auf deinem Leben liegt.
Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sage lediglich, angesichts dessen, was du mir da erzählst, scheint mir, dass vielleicht ein Fluch vorhanden sein könnte. Und wenn du möchtest, beten wir gemeinsam dafür, dass er gelöst wird. Nun die sieben Anzeichen. Wenn man sie mit 5. Mose 28, 15 bis 68 vergleicht, stellt man fest, dass sie lediglich in zeitgemäßen Worten formulieren, was Mose bereits in 5. Mose 28 gesagt hatte. Nun die sieben Merkmale. Erstens, geistiger und/oder emotioneller Zusammenbruch. Zweitens, wiederholte oder chronische Krankheiten, vor allem wenn sie vererbt sind. Schon das Wort vererbt sollte euch aufrütteln und darauf hinweisen, dass womöglich ein generationenübergreifender Fluch vorliegt. Drittens, wiederholte Fehlgeburten oder andere frauenspezifische Probleme. Ruth stimmt mir sicher zu, wenn ich sage, dass wir, seit wir diese Zusammenhänge erkannt haben, miterleben durften, wie unzählige Frauen von derartigen Problemen befreit wurden, sobald wir die Probleme wie Flüche behandelten. Wenn ihr 5. Mose 28 lest, werdet ihr sehen, dass Mose diese Probleme genauso sah. Viertens, das Scheitern von Ehen und Entfremdung in der Familie. Eine Scheidung pro Familie lässt nicht notwendigerweise auf einen Fluch schließen. Doch wenn die ganze Familiengeschichte nur aus Scheidungen besteht und aus Entzweiung und Entfremdung, dann würde ich persönlich sagen, dass auf dieser Familie mit großer Sicherheit ein Fluch liegt. Fünftens, andauernde finanzielle Not, vor allem wenn das Einkommen eigentlich ausreichend sein müsste. Wenn du mal knapp bei Kasse oder eine Zeit lang arm bist, ist das nicht notwendigerweise ein Fluch. Doch wenn das bei dir ein Dauerzustand ist, musst du der Sache auf den Grund gehen, vor allem wenn deiner Buchführung nach dein Einkommen ausreichen müsste. Hierzu eine kleine, etwas amüsante Geschichte. Eine Frau aus den USA hörte meine Lehre und schrieb mir einen Brief. Sie schrieb: Ich glaube, dass auf der Familie meines Mannes ein Fluch liegt. Ich schrieb zurück und sagte: Sagen Sie mir, warum Sie glauben, dass auf der Familie Ihres Mannes ein Fluch liegt. Sie schrieb zurück: Der Besitz meines Mannes hat einen Wert von mehreren hundert Millionen Dollar. Unser Jahreseinkommen beträgt 1 Million Dollar, aber wir haben nie genug Geld. Ich erwiderte: Sie haben mich überzeugt. Und als wir uns näher damit befassten, kamen wir noch auf andere Anzeichen eines Fluchs. Sechstens, eine Neigung zu Unfällen. Das ist statistisch nachweisbar. Bei bestimmten Versicherungsgesellschaften musst du höhere Beiträge bezahlen, wenn sie herausfinden, dass du zu Unfällen neigst. Und sobald ich so etwas feststelle, geht bei mir die Warnlampe an. Siebtens, eine Geschichte von Selbstmorden und unnatürlichen Todesfällen in einer Familie. So manifestieren sich Flüche meiner Beobachtung nach im Leben von Menschen, so wirken sie sich aus.